Ja! Ich hab's! Ich bin eindeutig unterbezahlt. Kennt ihr Chisana Baikinge Bicke? Nee? Wenn doch, das ist der Originaltitel von Vicky und die starken Männer. Die Zeichentrickserie über den pfiffigen Wikingerjungen ist nämlich ein Anime und kommt ursprünglich aus Japan. Tut an dieser Stelle eigentlich nichts zur Sache, aber hey, ihr habt was gelernt. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das Free-to-Play-Aufbaustrategiespiel Wiki Online heute in die Open Beta gestartet ist. Tester sollen sich vor allem auf Features konzentrieren, die dem Jugendschutz dienen. Was ein wenig ironisch ist, wenn man bedenkt, dass es in Wiki um einen Jungen im Grundschulalter geht, der von seinem gewalttätigen Vater dazu gezwungen wird, ihn auf lebensgefährlichen und äußerst brutalen Raubzügen zu begleiten. Habt ihr Bock auf Wiki Online oder ist das Kinderkacke? Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, im Kommentarbereich. Klickt den Abo-Button, wenn ihr euch schon da unten herumtreibt und dann auf zu Wikipedia. Ich weiß genau, dass ihr mir die Sache mit Japan nicht abnehmt, aber ihr werdet schon sehen.